Apfelbäume, Blütenmeer und Drehdachhäuser. Romantik im alten Land. Auf alten Streuobstwiesen wachsen knorrige Stämme für Waschbären und Steinkäuze. Süße Früchte für Igel und Waldmäuse. Eckart Brandt hat eine ganz spezielle Sammelleidenschaft. Alte Apfelsorten und erntet dabei ganz besondere Früchte. Der Obstanbau an der Niederelbe vor den Toren Hamburgs hat eine lange Geschichte. Schon im 12. Jahrhundert machten Holländer das Land urbar. Windmühlen erinnern an die einstigen Siedler. Es ist Spätsommer. Die Bauerngärten stehen noch in voller Blüte. Die meisten Altländer Bauernhäuser sind über 300 Jahre alt. Geometrische Muster aus Ziegelmosaik, reiche Inschriften und Prunkpforten gelten als Statussymbol wohlhabender Bauern. Die Frucht der Erkenntnis, der Apfel, ist hier allgegenwärtig. Eckart Brandt freut sich auf die Ernte. Dies ist ein wunderschöner Frühapfel. Das ist schon mal was. Der Ruhm von Kirchwerder stammt hier aus den Hamburger Vierlanden und schmeckt schon richtig, wie ein Apfel schmecken soll. Nicht so fade wie die ganz frühen, sondern schön fruchtig, süß-säuerlich. Das ist doch mal wieder ein schöner Anfang der Saison eigentlich. Mit diesem Apfel geht es dann eigentlich so in die Vollen. Dann kommen so ab Anfang September all die anderen späteren Sorten hinterher. Und mit diesem Apfel kann man schon mal die Verbraucher beglücken, dass es jetzt wieder losgeht mit der Vielfalt der alten Apfelsorten. Vielfalt, darum geht es Brandt. Seit 20 Jahren züchtet er traditionelle Apfelsorten in seinem Bohmgarten, etwas elbabwärts vom alten Land. Er versucht zu retten, was zu verschwinden droht in Zeiten von Globalisierung und EU-genormten Standardfrüchten. Diese alten Apfelsorten stellen ja gleichzeitig auch immer Kulturgüter dar. Und diese Sorten sind so ganz typische Sorten, die an der Niederelbe sich besonders wohl gefühlt haben. Und deswegen haben die Leute sie auch immer weiter vermehrt und haben schöne Rezepte daraus entwickelt, wie man die verwenden kann in der häuslichen Vorratswirtschaft, in der Küche, beim Kochen, beim Backen, beim Gelee herstellen und so weiter und so fort. Man kann das nicht mit einem modernen Jonagold machen, mal eben nachmachen, was man früher mit den alten Traditionssorten hier gemacht hat. Mit den alten Sorten verschwanden oft auch die alten Bäume und damit der Unterschlupf für viele Tiere. In Brandts Bohmgarten hat der Waschbär eine Schlafhöhle gefunden. Der Hunger treibt ihn nun heraus. Ein unwiderstehlicher Duft lockt ihn auf den Birnbaum. Das Ergebnis ist enttäuschend. Die Birnen sind noch hart und grün. Nichts für ein Süßmaul wie den kleinen Bären mit der Maske. Im Erdgeschoss sieht das anders aus. Schon halb vermodert und vergoren, weich und süß, ist das Fallobst ganz nach seinem Geschmack. Auf Brandts Grund und Boden kann er es sich gut gehen lassen. Diese Birnen sind ungespritzt.
anders in den Wirtschaftsplantagen nebenan. Vor der Ernte werden die Spalierbäumchen immer wieder behandelt, damit die empfindlichen Früchte haltbar bleiben und sich möglichst lange lagern lassen. Wenig später die Ernte. Zu Hunderten kommen Helfer im Herbst ins alte Land und legen Hand an. Sorgfalt ist geboten, denn jede Frucht zählt. Für ein Kilo Äpfel bekommt ein Bauer kaum 20 Cent. Da müssen Masse und Norm stimmen. Jeder Apfel, der mehr als einen Quadratzentimeter Schalenfehler aufweist, darf laut Handelsklassenverordnung nicht als Tafelobst verkauft werden und ist schlicht Ausschuss. Kein Wunder, dass der Bauer zur Chemiespritze greift. Auch in Brands Baumgarten hängen die Bäume voll. Viele seiner Äpfel erfüllen weder die Norm, noch sind sie das, was der Durchschnittsverbraucher als schön empfindet. Doch so manche lassen jeden Modeapfel neben sich verblassen. Diese Äpfel beispielsweise wurden ohne jedes Hilfsmittel rot und reif. Dieser wunderschöne rote Apfel heißt Kneebusch und kommt aus Sittensen und ist ein Beispiel dafür, dass man auch richtig gute Tafeläpfel ernten kann, ohne irgendwas mit Chemie zu machen. Diese Äpfel haben wir natürlich genauso wenig gespritzt wie alle anderen auch. Und jedes Jahr hängen die Bäume so schön voll und machen uns überhaupt keine Probleme im Anbau, haben weder Schorf noch Krebs und sind also echt eine Freude, auch für jeden Hausgärtner zu empfehlen. Für seinen kleinen Baumgarten braucht Brandt keine Helfer. Er pflückt seine kostbaren Raritäten ohnehin am liebsten selbst. Das Geheimnis des schönen Kneebusch liegt in seinen Genen. Er stammt aus der Elbmarsch, ist optimal angepasst an Klima und Boden und damit allen Turboäpfeln weit voraus. Frisch vom Baum geht's auf Hamburgs Wochenmärkte. Bei seiner Stammkundschaft sind Brands Früchte inzwischen so begehrt, dass er kaum mit dem Pflücken nachkommt. Wenn die Erntehelfer das Land verlassen haben, schlägt die Stunde der Resteverwerter. Hornissen berauschen sich friedlich vereint mit ihren Beutetieren, den Fliegen, an den gärenden, süßen Fruchtsäften. Für die langen Saugrüssel der Schmetterlinge, wie diesem Admiral, gibt es viel zu holen. Ein letztes Gelage vor dem Winter. Vollgetankt nimmt die Hornisse Kurs auf eine Höhle im alten Obstbaum, wo sich ihr Volk eingerichtet hat. Wächter am Eingang prüfen ihre Staatsangehörigkeit. Sie wird durchgelassen. Noch hat die Herbstsonne Kraft und die Arbeiterinnen sorgen als lebende Ventilatoren für Abkühlung in der Wochenstube. Die Königin widmet sich ganz der Eiablage und lässt sich von ihren Arbeiterinnen bedienen. Im Frühjahr schon hat sie die Höhle ganz allein bezogen.
mit dem Wabenbau begonnen und den Staat gegründet. Seit die ersten Arbeiterinnen geschlüpft sind, hat sie den Baum nicht mehr verlassen. Über den Sommer hinweg schlüpfen aus den Maden nur Arbeiterinnen, die sich nicht fortpflanzen können. Doch jetzt im Herbst entwickeln sich in den Waben ausschließlich männliche Tiere und Königinnen. Sind sie geschlüpft, fliegen sie aus und paaren sich. Um den Nachwuchs kümmern sich die Arbeiterinnen. Die Maden werden ausnahmslos mit tierischer Kost gefüttert, von den Arbeiterinnen mundgerecht präpariert. Hornissen sind als Insektenfänger äußerst nützlich und die Brut vertilgt so einiges. Als Erwachsene dagegen sind sie reine Vegetarier. Bis in den Spätherbst hinein ist das Hornissenvolk aktiv und sammelt Futter für die Brut. Nur die jungen Königinnen werden den Winter überleben und im nächsten Frühjahr wieder einen Staat gründen. Baumhöhlen sind knapp und Hornissen inzwischen selten. Als geschützte Art dürfen sie nicht getötet werden, obwohl so mancher Gartenbesitzer die angeblich so gefährlichen Stechmonster gerne ausräuchern würde. Dabei sind ihre Stiche kaum bedrohlicher als die von Wespen. Auf der alten Obstwiese, in der abgebrochene Äste und Stämme schon mal liegen bleiben dürfen, fühlt sich auch das Hermelin wohl. Der quirlige kleine Marder untersucht jeden Schlupfwinkel, ob sich nicht irgendwo eine Maus verborgen hat. Er hat einen so hohen Stoffwechsel, dass er täglich die Hälfte seines Körpergewichtes an Nahrung erbeuten muss. Als echtem Raubtier ist dem großen Wiesel, wie es auch heißt, mit Fallobst nicht gedient. Aber eine Streuobstwiese mit ihren vielen Verstecken ist ein ideales Revier. Auf einer ausgeräumten Spalierobstplantage dagegen machen sich selbst Mäuse rar. Die Guten ins Köpfchen, die Schlechten ins Töpfchen. Alles, was sich nicht als Essapfel vermarkten lässt, kommt in die Saftpresse. Ein wichtiger Nebenverdienst. Anfangs noch unerfahren, plagte sich Brandt erst mit den modernen Apfelsorten ab. Doch Cox Orange und Golden Delicious verübelten ihm, dass er sie unbehandelt ließ. Oft taugten sie nur zum Saften. So gründete Brandt mit dieser nostalgischen Presse eine kleine Mosterei. Seit er robuste, traditionelle Sorten anbaut, kommt weniger in die Presse. Und das, was herausfließt, ist ein vitaminreicher Most. Der schmeckt nicht nur dem Apfelbauern selbst. Was weder auf dem Marktstand noch in der Presse landet, bleibt liegen. Für die Waldmaus eine angenehme Bereicherung des Speiseplans in diesen späten Herbsttagen. Vor Weihnachtszeit ist Backzeit. Das heißt im Hause Brandt natürlich Apfelkuchen. Der Apfelbauer hat im Laufe der Jahre über 50 alte Back- und Kochrezepte aus Großmutters Zeiten gesammelt. Kein Apfel taugt für alles. Das Wissen, welche Sorte sich für welchen Zweck eignet, geht immer mehr verloren. Leider. Denn die alten Sorten, weiß Brandt, entfalten viel mehr Aroma als die hochgezüchteten Äpfel von heute. Man muss wirklich diese schönen alten Geschmäcker auf der eigenen Zunge gehabt haben. Dann weiß man, warum es wichtig ist, sowas zu erhalten. Und es sind häufig wirklich nur noch einzelne alte Bäume da, von einzelnen Sorten. Und wenn da jemand dann die Geduld verliert oder da gerade irgendwie einen Boxenlaufstall hinbauen muss, dann ist die Sorte weg. Wenn der letzte Baum dieser Sorte abgesägt worden ist, dann kann man diese Sorte nie wieder nachmachen. Weil man weiß ja überhaupt nicht, woraus die entstanden ist. Das sind alles so Zufallssämlinge gewesen. Die sind zufällig irgendwo aus Kernen aufgewachsen. Die hat niemand je bewusst gezüchtet. Und das ist ein großer genetischer Schatz. Schnee im alten Land. Eine Seltenheit.